Herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker. Es geht weiter mit einem Bowser-Level. Chambers of Doom. Ich habe wieder kein Thema, aber vielleicht fällt mir was ein. Auf jeden Fall habe ich im letzten Part genug darüber gerantet, dass Leute Spiele nicht unnötig schlecht reden sollen. Kann ich hier rein? Ah, tatsächlich. Okay, hier komme ich nicht weiter, da brauche ich einen Pilz. Ah, zeigt mir das an, was ich brauche in der Röhre. Das ist cool. Warte mal. Was brauche ich hier? Hier brauche ich eine Feuer. Das ist cool. Wahrscheinlich muss ich erst ganz unten links in die Röhre. Oh, shit. Oh, mies. Oh, mies. Okay. Den muss ich drücken. Dann nicht da reinrennen. Okay. Ich freue mich übrigens, dass das in der Super Mario World Optik hier passiert. Finde ich sehr cool. Ich mag das. Super Mario World könnte man ja auch mal bringen. Habe ich auf dem Kanal echt noch nie gespielt. Aber alleine? Ich weiß nicht, schreibt es in die Kommentare. Was würdet ihr davon halten, wenn ich mal ein bisschen Super Mario World spiele? Kann man, könnt ihr ja mal sagen. Schon ziemlich cool, das Spiel. Es war eins meiner ersten Nintendo-Spiele. Mit A Link to the Past. Habe ich auch nie auf den Kanal gebracht. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich es in- und auswendig kenne und es langweilig wäre. Aber... A Link to the Past, Mario Kart und dieses Mario hier waren die ersten Marios, die ich spiele, die ich gespielt habe. Okay, da muss ich hoch. Wie komme ich da hoch? Hä? Ach, du was? Nicht dein Ernst. Okay, wenn er sich reinzieht, muss ich hochspringen. Mhm. Dein Ernst? Ja, und dann? Ah. Einen, du darfst dich einmal treffen lassen, Pilz. Aha, schnell weg hier. Nein, weg hier. Oh Gott. Okay. Und jetzt muss ich hier wieder hoch. Was gar nicht mal so einfach ist. Was? Okay, da. Ich muss den Pilz behalten, das ist jetzt wichtig. Nein! Ich muss wieder runter. Das ist nicht dein Ernst. Okay. Gibt es da unten keinen Ausgang? Oh nein, ich muss da echt lang. Jetzt wünsche ich mir diese Select-Option. Vom Original Super Mario World. Okay, wenn er sich reinzieht, springe ich. Aber oh, das ist ziemlich knapp. Nein! Okay. Okay, sehr gut. Wo brauchte ich den Pilz? Ich glaube, da oben links, ne? Genau. Nicht dein Ernst. Okay, okay. Alles gut. Haben wir. Okay, kann ich hier auch wieder raus? Nein, okay. Das wird jetzt lustig. Ah, ich darf da hoch. Okay. Habe ich hier auch wieder rein? Okay, sehr gut. Ich dachte, da unten wäre mein Tod. Aber das ist ja voll nett. Okay, warte mal. Feuerblume war dann hier. So. Zünd. Ich brauche aber noch das Item aus dem Level hier. Also darf ich... Du Troll. Alter, was? Schnell! Ah, ich brauche da den... Das ist so mies. Bob-omp. Den brauche ich, ne? Wahrscheinlich. Hey, one up. Fett. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Oh mein Gott. Was? Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Wie kriege ich den denn jetzt kaputt? Oh, shit. Okay, anders. Tada. Kann er mal aufhören? Ah! Mann! So. Wie komme ich jetzt da hoch?
Ah, warte mal. So, komme ich hoch. Nice. Okay, sehr gut. Hier muss ich jetzt rüberlaufen. Oh Gott, nein! Nein, oh Gott, okay. Und jetzt kann ich hier lang. Sehr schön. Oh. Freunde. Das ist ganz schön anstrengend. Da war ich drin. Hier brauchte ich, glaube ich, den Panzer. Ja, okay. Das ist mies. Alter. Was zur Hölle? Ich hoffe, ich brauche den sonst nicht mehr. YOLO. Oh, ich komme da nicht hoch. Okay, sehr gut. Was habe ich hier drin? Bom, bom. Wie mies! Gib mir die Feder! Goddammit! Huch, wo kommt die denn her? Achso, der spuckt die da aus. Okay. Feder haben wir. Ey, das Level ist cool. Dass die Röhren aufeinander aufbauen, ist sehr, sehr nice. Hier brauchen Yoshi, hier bin ich falsch. So, dann müssen wir hier lang. Ja, hier muss ich dann sowas machen. Nein! Nein! Ich will leben! Ich will leben! Ah, okay, gut. Kann noch eine Feder runterkommen? Feder? Brauche ich dich? Oh mein Gott. Wie mies! Wie mies das einfach ist! Die ganze Zeit hast du hier keine Todesfallen. Oh shit, oh shit. Ach, das ist, der ist dafür da, wenn du hier... Ah, dafür ist der da. Dafür ist der hier. Spuck die Feder. Dankeschön. Dafür ist Le Bobombe. Bobombe. Okay. Hier muss ich rein. Okay. Oh. Wie passiert, wie funktioniert das? Wer drückt den Knopf? Wer? Okay, ich habe nur eine Feder. Okay, alles gut. Ich kann schweben. Und nu? Yoshi! Okay, den haben wir schon mal. Nein! Ich bin so doof. Ich hätte nur darüber gemusst, auf die Kugel. Ach Mann. Man kann sagen, was man will. Also die Original-Baumeister von Nintendo, die sind schon ziemlich crazy. Die sind sehr cool. Ich liebe diese Level. Gehen wir jetzt hier rein wieder. Mann, ich habe das so gut überlebt. Wer drückt den Knopf? Wer drückt ihn? Sehr gut. Okay. Okay, sehr gut. Da warte ich jetzt auf die Kugel. Bup, den haben wir. Okay, und jetzt gehen wir da drauf. Warum passt das nicht? Ach, shit, Mann. Warum passt das nicht? Und warum ist der Swamp da oben? Was hat der Swamp da zu tun? Ist das vielleicht eine der Chambers mit dem Swamp? Sieht man die anderen Chambers von hier auch? Nee, eigentlich nicht. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Bup, bup. Also hier wird es echt schwer. So, ich habe mir mal die Feder rausgeholt, falls was passiert. Die ich jetzt sammel. Notgedrungen. Ah, okay, kam nicht mal einer raus. Sehr gut. Sehr
Gut gelöst. So. Chillen. Okay. Kann ich... Warte mal. Haha. Haha. Machen wir es einfach so. Köpp mich mal. Aha. Wie, wer drückt... Wie wird das gemacht mit diesen P-Switch, die gedrückt werden? Das hatten wir in einem Level schon mal. In einem der schweren SGDQ-Level. Aber ne? Feuer. Anzünden. Tada. Wir schweben mal runter. Ich weiß nicht, was kommt. Okay, was passiert hier? Das scheint korrekt zu sein. Muss ich jetzt echt eine Lücke finden, wo ich durch kann? Nein, so nicht. Ich glaube hier... Ich brauche eine Lücke, wo ich durch kann. Nee, so nicht. Scheiße, das ist jetzt Kaki. Kaki! So. So. Ach Mann! Haha! Jetzt muss ich mich nur beeilen. Oh, was? Moment. Ich will da durch. Ich muss perfekt springen, Mann. Oh, was die hier von einem verlangen. Ich will nicht klein werden. Gehen die davon aus, dass man klein ist hier? Das wäre nämlich mies. Alter! Das kann nicht sein. Oh, ich bin drin. Oh, nein! Die schieben einen raus! Oh, shit! Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann nicht deren Ernst sein. Och, come on. Wie soll ich das schaffen? Oh, das ist voll schwer. Okay. Ich schaff das. Kann der Donut da bitte wiederkommen? Ey, ich will geduckt springen. Gut, dass man hier so viel Zeit hat in dem Level. Alter Vater. Ich bin drin! Okay. Jetzt muss ich wieder raus. Das ist nicht dein Ernst. Oh shit. Ich mach mir jetzt klein, dann ist es einfacher. Okay, das wird jetzt voll ätzend. Nein! Oh, was wollen die denn hier von mir, ey? Was verlangen die von mir? Das ist unmenschlich. Oh. Ich bin irgendwie froh, dass ich gerade kein Thema zum Erzählen habe, weil wenn ich das Thema erzählen würde... Ich glaube, die Folge würde 30.000 Jahre dauern. Obwohl ich das relativ immer gut schaffe, oder? Was haltet ihr davon, wenn ich immer über Themen rede und mich da eigentlich so voll gut durchlacke? Also das wundert mich eigentlich ziemlich oft dafür, dass ich mich eigentlich nicht aufs Level konzentriere. Also, das ist schon ziemlich crazy, was ich da manchmal baue. Yay. Oh shit, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich könnte mir noch einen Panzer mitnehmen, aber wofür? Braucht keiner. Ich mach bestimmt irgendwas falsch. Bei den Sägen. Aber die können doch auch nicht von mir verlangen, dass ich da klein bin. Das wäre viel zu schwer. Das hier ist übrigens auch nicht geplant, dass ich hier drauf gehe. Sonst wäre da die... Der Block nicht. Ist auch ziemlich komisch, dass der da ist. So. Und das ganze Spiel normal. Marke Boom. Geht kaputt. Oh, tun sie nicht. Okay. Nein! Ich will mein Cape nicht verlieren. Das war relativ essentiell, dass ich das nicht verliere. Was laberst du?
Oh, jetzt First Try, das wär so geil gewesen. Man muss halt perfekt springen. Das ist voll kacke. Ach komm, und dann drückt er einen weg, weißt du, wenn du es einmal geschafft hast, kommt die Kacksäge und drückt dich weg. So. Ey. Wie soll man das schaffen? Vor allem während man groß ist. Das geht nicht. Nee, es ist immer eine Säge und ich kann da nicht dran vorbeilaufen. Es geht. Ich muss ja eigentlich nur auch rein und. Oh mein Gott, jetzt ist eh vorbei. Ich will geduckt gleiten. Oh, wenigstens groß. Okay, alles gut. Ja, das ist jetzt egal. Ich hole mir jetzt noch so ein Helmchen. Und dann gehe ich hier raus. Ich darf nicht mit Yoshi raus. Das ist ja voll dumm. Ich darf... Ah, den Pao, den brauche ich. Okay. Den brauche ich nämlich hier für die restlichen 4 Münzen. Pao. So. Schlüssel. Level geschafft oder wie sieht's aus? Oder kommt jetzt die schlimmste Kammer? Ach du großer Gott. Aber hier gibt's noch einen. Okay. Ach nee, komm, was habt ihr denn mit den Ducksprüngen? Vor allem gebt ihr mir vorher noch einen Pilz, weißt du? Was ist denn das? Moment. Es. Ey. Es geht nicht. Ich geh zurück. Oh mein Gott. Weißt du, zurück? Abhauen kann ich gut. Ey. Es wird nie im Leben funktionieren. Nein. Nein. Ich will klein sein. Ich glaube, ich mache mich vorher klein. Das ist einfacher. Aber am Ende brauche ich den Pilz bestimmt noch. Ich will mich klein machen. Ich würde es mal klein versuchen. Wenn ich am Ende einen Pilz brauche, weine ich. Wahrscheinlich brauche ich einen. Geht doch gleich viel besser. Aber ich brauche am Ende 100 pro einen Pilz. What? Okay, das war gemein. Brauche ich die Kugel da unten auch noch? Ist das dein Ernst? Muss jetzt geschickt an diesem... Kacke! Es geht nicht groß, das kannst du knicken. Ich darf hier nicht stehen, sonst kriege ich immer wieder einen neuen Stern und stehe ewig. Komm, ich will klein sein. So. Was ist hier? Was passiert da eigentlich? Ich habe da ein bisschen Angst vor. Bin hängen geblieben, nein! Au. Wieso springst du nicht? Mario! Ich brauche die Kanonenkugel am Ende bestimmt. Nein, nein, nein. Ich sammle nicht den... Nein! Sammel doch nicht den Stern. Ach, Mann. Danke. So. Mit dieser Kackstern da, ey. Bin ich zu schnell, weil ich den Stern habe? Ist mein Stern schneller in Super Mario World? Ich weiß es gerade gar nicht. Nein! Nicht den Stern sammeln. Okay, so. Jetzt können wir den Stern sammeln. Jetzt kannst du kommen. Danke. So. Hä?
Spring halt nicht. Okay, Mario. Ganz schnell. Okay. Da unten ist ein Yoshi. Wie lange geht denn dieser letzte Raum noch, ey? Ey. Jetzt will er mir den Stern nicht geben, weißt du? So. So. Machen wir die Skiller-Sprünge. Kack, Koopa. Da bremst du für den einen Sprung und dann merkst du, dass du gar nicht bremsen darfst. Wann soll ich denn abspringen? Ist ja schrecklich. Komm schon. Alter. Es kann doch nicht so schwer sein. Danke. So. So. Und. Wieso schaffe ich das nicht? Muss ich auf die kleine Kugel zwischendurch springen? Nein, das geht doch so. Aber ich muss halt Fullspeed haben. Das ist das Geheimnis. Oh nein. Geheimnis. So. Ey, wie gesagt, wenn ich am Ende einen Pilz brauche, ne? Ich heule. Ich heule. Ich glaube, ich darf auch gar nicht auf... Ich darf gar keinen Stern haben, ne? Oh, shit. Ja, genau deswegen... Ach. Okay. Okay, pass auf. Ich darf keinen Stern haben, weil sonst springe ich ja eh durch. Ich muss ein bisschen warten oder ein bisschen chilliger machen. Ich warte am Ende einfach. Jetzt. So. Oh, shit. Ah, da bin ich zu früh gesprungen. Weil ich Angst hatte. Aber, okay, ich muss warten. Logisch, sonst ist der Stern noch da, macht alles kaputt. Klar. Dann kriege ich auch keinen Kill hin. Also keinen Sprungkill. Hui. Okay. Wieso geht das nicht? Das ist so, was ist das? Ich hasse pixelperfekte Sprünge. Ich hasse da. Mann. Ich versuch's mal so. Oh shit, ich hab vergessen, mich zu ducken. Ja. Klappt wunderbar. Schade. Aber der Pilz ist halt unnötig. Der macht alles so schwerer. Und ich glaube, das ist auch darauf ausgelegt, dass man halt dann klein am Ende rauskommt. Von daher mache ich es doch sofort klein. Wie doof das ist. So. Wie doof das ist, alles. So. So, jetzt können wir raus. Das kann doch nicht angehen. Mann. Haha. So, jetzt habe ich den Pilz ausgetrickst. Wird jetzt für immer da hängen. Hep. Ist halt die Frage, brauche ich diese Kugel am Ende noch? Weil da ist ja noch eine Ranke. Ich weiß es doch nicht. Leute, ich weiß es doch nicht. Es kann sein, dass ich gleich aufgebe, weil ich keine Lust mehr habe. Das ist alles... Ach. Das ist ja auch eine Stelle, die nicht mal irgendwie großartig Spaß macht oder so. Nein! Aber mit dem Speed hätte ich es geschafft. Weil die Stelle macht halt echt keinen Spaß. Die ist nicht cool. Die ist nervig. Wenn man jedes Mal hier lang muss. Ich krieg die Sprungweite nicht raus, wann ich springen muss. Wenn da eine Markierung wäre, eine Münze oder so, wäre das voll nice. Nintendo. Ich war am Überlegen, gehst jetzt los als großer Mario, aber dann habe ich es gelassen. So.
Weil dann wäre die Zeit zu kurz gewesen. So. Okay. Es reicht nicht! Das ist wieder diese halbe Cooper-Länge, die fehlt. Ach, shut down, ey. Mann. Shut down! So, ich versuch's jetzt als Großer. Aber wenn dir der erste Sprung schon nicht gelingt, ne? Dann weißt du, du solltest es nicht weiter versuchen. What the fuck? Habt ihr gesehen? Du kannst das nicht als Großer machen. Hier wirst du ausgebremst. Das geht nicht. Du kannst da gar nicht genug Anlauf. Kannst du schon, aber es ist mega ätzend. Oh, shit. Ach, Mann. Und ich rutsche immer ab vom Joystick. Da, ich rutsche. Ich bin zu blöd heute, um Mario zu spielen. Ernsthaft. Ich versuch's jetzt mal mit dem Digitalkreuz. Vielleicht kann ich's groß mit dem Digitalkreuz. Vielleicht auch nicht. Mir geht die Musik auf den Sack. Es geht nicht. Da habt ihr gesehen, wie knapp das ist. Nee, das reicht nicht. Okay. Also man muss echt den einen Sprungmoment da rausholen. So, warte mal, Sternchen. Ich muss mich kurz hitten. So. Ba, 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 ba. Jetzt kleiner Mario, ist das so viel einfacher? Das ist auch bestimmt klein gedacht. Der Pilz ist nur zum Trollen da. Muss sein. Das gibt's nicht, dass ich diesen Cooper nicht erwisch. Und die können doch nicht von mir verlangen, dass ich auf die kleine Kugel... Also können sie doch, klar, aber es wäre völliger Bullshit irgendwie in meinen Augen. Oh nein. Ach Mann! Ach shit. Pass auf, ich versuch's jetzt noch einmal als Großer. Weil ich immer noch Angst habe. Ach shit. Wenn du hängen bleibst, kannst du sofort umdrehen. Da, das geht nicht. Es geht doch! Oh mein Gott, aber jetzt bin ich eh klein. Aber egal. Oh mein Gott. Hm, warum springt er nicht? Ich hab's als großer Mario geschafft. Ich bin crazy. Ich kann's auch ganz schaffen. Das ist meine Personal Challenge. Oh mein Gott. Das war gut. Schnell. Vielleicht ist das der Schlüssel. Okay. Das ist tatsächlich der Schlüssel. Nicht dein Ernst! Ich schaff das hier noch hoch. Ich schaff das hier noch hoch. Oh mein Gott. Nicht dein Ernst. Oh mein Gott! Was wollen die alle von mir? Geht weg! Kommst du jetzt hier rüber? Kommst du nicht hier rüber? Ist der Kleine noch da? Der ist noch da. Shit! Was mache ich denn jetzt? Hm. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Der Schlüssel ist da links drin. Nein! Wieso springst du denn, Junior? Warum? Ich war so weit. Man muss es... als Großer schaffen, tatsächlich. Was ein Scheiß. Was ein Dreck. Weil das Ende so mega Abfuck ist. Weil dann die Sprunghöhe anders ist, habe ich das Gefühl. Oh shit, das schaffe ich nicht. Nein, zurück. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Aber da ist kein Pilz mehr. Ich versuche es als Kleiner jetzt nochmal. Okay. Vielleicht schaffe ich es als Kleiner doch. Aber ich glaube, die Sprunghöhe ist anders dann von Mario. Weil als Großer habe ich es ja jetzt instant geschafft. Okay.
Als Kleiner springt er auch überhaupt nicht gern, habe ich das Gefühl. So gar nicht. Okay. Wir waren schon mal weiter. Ah, ne, da will ich noch einen haben. Ich will noch einen Stern. Neuen. Einen frischen. So. Scheiße. Das ist immer der Moment, wo ich dann merke, du solltest mit dem D-Pad steuern und nicht mit dem Analogstick. Ja, sollte ich. Weil damit kann ich besser drücken. Nein. Die Musik von den Sternen geht mir schon mega auf den Sack, wenn ich das mal sagen darf. So. Ach, Mann. Nein. Das hat zu lange gedauert. Ich werde klein sein. Das geht nicht als Kleiner. Man hat, ich glaube, weil der Größere ein bisschen höher springt beim Absprung, fehlt einem die Höhe. Jetzt ist die Frage, kann ich die Kanonenkugel benutzen, wenn ich klein bin? Nee, ich brauchte die ja nochmal. Am Ende. Scheiße. Ich darf den Pilz nicht verlieren in dem Run, sonst muss ich neu starten. Also. Mann, wieso steuere ich denn immer automatisch mit dem Analogstick? Das darf ich nicht machen. Ich muss mit dem D-Pad steuern an der Stelle. Ja, jetzt ist mein Daumen ausgerastet. Danke. Das war gut. Scheiße, schon wieder hier. Schon wieder hier. Nein. Ach Mann. Wieso hänge ich denn da immer? Oh mein Gott, das hat gereicht. Okay, weiter. Ich sehe die Kugel nicht. Nein. 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 Dieses Kackspiel. Mann. Ach, scheiße. Komm, das geht noch. Yes! Okay. Nein, auf die Kugel! Nein! Ich war jetzt so schnell, dass die Kugel nicht hinterher kam. Ach, Leute. Das macht mich fertig, das Level. Ich stehe auf schwere Level, Mann. Aber auf sowas... Oh, perfekt. Jetzt muss ich aufpassen. Okay. Ich dachte kurz, dass ich es nicht schaffe. Muss auf die Kugel warten. Wenigstens da hoch. Okay. Okay. Okay, ich habe es vorhin geschafft. Ich werde es jetzt auch schaffen. Oh, scheiße, ich habe Angst zu springen. Ich muss aber springen. Der Bowser kommt. Oh, okay, so schaffe ich es auch. Was ist hier drin? Oh, mehr Piranha-Pflanzen. Alter. Okay. Das macht mich gerade fertig, dass sie hier ballern. Das Problem ist, ich muss einen leben lassen. So, ich kill die hier oben mal. Nein! Oh Gott. Einer weg. Was passiert da? Achso, er hat gespinnt, hat er. Ist nur noch einer da? Ne, zwei. Wir sind da zwei drüben. Ich meine, soll mir recht sein. Komm doch mal hoch. Nice. Okay. Und den auch. Nein, einen brauche ich. Waren das jetzt beide? Scheiße. Das waren, glaube ich, beide. Hm. Kacke. Zwei, einen hätte ich gebraucht. Nein. Ich besiege dich. Komm her. Aha. Ich werde nichts davon haben, dich zu besiegen. Aber ich besiege dich. Aha. Ich sehe dich ein, das... Kann ich die neu spawnen? Ach, ich muss ihn besiegen. Moment, gibt es einen Alternativschlüssel? Tatsächlich. Oh, wie nice. Es gibt einfach einen Alternativschlüssel. Hi. Ich weiß, was ich tun muss, aber will ich das? Muss ich den jetzt echt so bekämpfen? Das ist ziemlich nervig. Aber okay.
Wieso schießt du da hoch? Ah, die kommen runter, ne? Ja, die Gesichter sind's. Okay. Die Gesichter sind übrigens auch Super Mario World Art Style und das finde ich sehr geil. Oh, wann stirbt er denn? Nein! Ich hab verloren. Oder auch nicht. Oh mein Gott, hab ich Luck. Endlich! Wir haben gewonnen! Ich hab das Level besiegt! Oh mein Gott, es hat 35 Minuten gedauert. Aber so eine Monster Hunter-Folge hat ja auch 35 Minuten. Von daher. Ist das ja im Rahmen, ne? Oh mein Gott, aber es war ein gutes Level. War sehr gut. Und wir sehen uns in anderen Videos wieder. Ich weiß nicht, Mario Maker kommt jetzt wahrscheinlich erstmal nicht, ne? Also, je nachdem. Ich muss mal gucken. Weil ich mache Mario Maker ja lieber dann erst so mit schwereren Leveln. Zuschauerlevel sind dann immer so anstrengend. Ich muss echt sagen, Zuschauerlevel spielen ist anstrengend und ich weiß leider nie, was mich erwartet. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie eine Liste von schweren Leveln rauskriege oder so. Ist nichts gegen eure Level. Eure Level sind auch super, aber eure Level sind mir immer zu casual. Das sieht dann immer so aus, als ob die Level nichts wert wären. Was ich dann aber nicht wertschätzen kann, weil ich da einfach so durchrenne. Das weiß nicht. Das kann ich irgendwie nicht. Ich finde dann lieber Level, wo die Leute keinen direkten Bezug zu mir haben. Oder von Leuten, die keinen direkten Bezug, immer besser so zu spielen. Das ist immer cooler. Damit kann ich keinen irgendwie verletzen oder so, wenn ich dann sage, das Level ist aber kacke. Und das will ich euch nicht antun. Auch wenn es vielleicht wahr ist, aber ich will das eigentlich nicht. Kritik muss dann halt auch mal hart sein manchmal. Ja. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann. Vielleicht, ich weiß nicht, eigentlich habe ich keine Lust auf Mario Kart, aber ich bin am überlegen, ob ich ein paar Folgen Mario Kart alleine aufnehme. Ich weiß es nicht, müssen wir mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.